Ich werde oft von Freunden nach Buchempfehlungen gefragt, deswegen rede ich jetzt einfach über ein paar BookTok-Bücher, die ich gut finde. Und ich bin sehr einfach zu beeindrucken, besonders bei Romance-Büchern. Deswegen weiß ich nicht, ob jeder mit meiner Meinung übereinstimmen wird. Als erstes das BookTok-Buch, das wahrscheinlich jeder kennt, Number One BookTok-Buch wahrscheinlich, It Ends With Us von Colleen Hoover. Für mich war es eine 4 von 5. Ich finde, es ist ein gutes Buch. Es ist gut geschrieben. Ich habe es richtig schnell gelesen und ich bin eigentlich eher ein langsamer Leser. Ich fand es gut. Die Story war gut. Die Charakter sind auch gut. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört, ist der Hype im Sinne von, dass es ein Romance-Buch ist. Weil dieses Buch ist kein Romance-Buch. Es hat Romance, aber es geht nicht um die Romance. Die Message ist komplett anders und dass es so in Romance reingehypt wurde, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Das Buch wollte ich sowieso lesen und dann haben eine meiner guten Freunde und meine Stiefschwester mir gesagt, ich soll es unbedingt lesen und dass es mir bestimmt gefallen würde. Dann habe ich es mir geholt und gelesen. Ich fand es gut. Es geht halt einfach um Evelyn Hugo und wie sie zu ihren 7 Husbands kam, was halt hinter denen steckt. Und der Plot-Twist ist gut und es ist wirklich sehr gut geschrieben. Das würde ich auf jeden Fall nochmal lesen oder so, weil das ist gut. Das ist gut. Das sind 5 von 5 Sterne. Girl in Pieces. Mit diesem Buch bin ich zurück ins Lesen gekommen. In 2021 habe ich das gelesen. Da waren meine Tags auch noch. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen dicker als die anderen und es ist irgendwie all over the place. In dem Buch passiert so viel, aber auch irgendwie gar nichts. Damals fand ich es richtig gut, aber dieses Buch hat auch viele Triggerwarnungen und ich persönlich fand es nicht so schlimm. Ich kann es verstehen. Es kam nicht zum Punkt irgendwie. Ich weiß nicht, ich würde es nicht nochmal lesen. Ich weiß auch nicht, wie ich es gelesen habe, weil das Buch war eigentlich ziemlich anstrengend zu lesen. Aber es ist gut, dass ich es gelesen habe. 2,5 Sterne, 3 Sterne, irgendwie sowas. Normal People von Sally Rooney. Ich habe über dieses Buch sehr viele gute Sachen gehört. Es sah cool aus, dann habe ich es geholt und ich habe es gelesen. Ich habe es nicht ganz gelesen. Ich werde es auch nicht zu Ende lesen. Mir fehlt so viel noch. Und ich kann nicht. Dieses Buch war anfangs gut, aber ich konnte einfach nicht mehr. Es wurde anstrengend zu lesen. Die riesigen Zeitabstände haben mich irgendwie rausgebracht und es kam auch irgendwie nie zum Punkt. Die beiden haben irgendwie immer aneinander vorbeigeredet und so. Es geht halt einfach um ein Mädchen, was in der Schule eher so ein Loner ist und nicht wirklich Freunde hat und auch niemand mit ihr redet und eigentlich findet sie jeder weird. Und halt so ein Junge, der richtig popular ist und sowas. Und die haben dann so eine Art geheime Beziehung. Später dreht es sich sozusagen ein bisschen um. Es ist okay, aber ich werde es nicht fertig lesen. Und ich hasse es nicht. Aber eine der einzigen Bücher, wo ich die Spine gebrochen habe, weil es mir wirklich egal war. Dieses Buch liegt mir nicht am Herzen. Und ich kenne viele Leute, die es lieben. Ich mag es nicht. 1,5 Sterne, 2. The Love Hypothesis. Ich bin immer noch nicht über dieses Buch hinweg. Es ist so eine cute Romance einfach und es ist so easy zum Lesen gewesen. Und meine beste Freundin hat es mir damals empfohlen, weil sie es in 3 Tagen gelesen hatte. Also habe ich es auch geholt und gelesen und ich liebe es. Wirklich die Zeit, in der ich das gelesen habe, war einfach so eine Prime-Zeit für mein Leben. Es war einfach toll. Ich würde es jederzeit wieder lesen. Ich habe auch so Lust, es wieder zu lesen. Es ist toll. Es geht halt um Fake Dating. Er ist halt so ein grumpy Professor und niemand mag ihn so wirklich. Und es ist ihm aber auch egal. Dann küsst sie halt einen random Typen, der irgendwo rumsteht. Und es ist zufällig der Professor. Dann entscheiden die sich zu Fake Daten, weil es für ihn auch viele Vorteile hat. Ich liebe das. Ich liebe Adam. Er ist Maus. Dieses Buch war saftig. Auch
Kapitel 16, We Love. Ich würde es jederzeit wieder lesen. Eine Freundin von mir mochte es zum Beispiel nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ich fand es super. Und auch viele Freunde, denen ich es empfohlen habe, finden es auch super. 5 von 5 Sterne. Ich liebe dieses Buch. Außerdem gibt es für dieses Buch auch noch ein Bonus-Chapter bei Ali Hazelwood auf dem Insta, in der Bio verlinkt. Das ist so ein bisschen aus Adams POV, wo man mehr einen Einblick in sein Denken bekommt. Was sehr interessant ist, weil er sehr ruhig ist. Better than the movies. Einfach so eine richtige cute Romance. Wenn man einfach ein ziemlich simples Buch lesen will mit Romance, dieses hier. In dem Buch geht es einmal um Liz und um Wes. Und er ist auf jeden Fall ihr Nachbar und wohnt gegenüber von ihr. Und sie ist, seit sie klein ist, in einen Jungen namens, ich glaube, er hieß Michael oder sowas, verliebt. Und er kommt zurück in die Stadt. Und dann tut sie halt alles, um ihn zu gewinnen, weil sie ihn immer noch mag, liebt. Ich weiß es nicht. Und er denkt aber von ihr immer noch als Kind. Und deswegen entscheidet sie sich, Wes zu fake-daten. Sozusagen, die beiden tun halt so, als ob sie was haben. Und er hilft ihr, die beiden zu verkuppeln. Und dann werden sie mal closer. Und eigentlich hasst sie Wes, aber dann merkt sie langsam, dass er eigentlich doch nicht so schlimm ist. Und es ist so ein bisschen Frenemies to Lovers. Es gibt ein Kapitel, das ist 27 Seiten lang. Und das hat mich gestört. Aber das war auch das Einzige, was mich an dem Buch gestört hat. Es ist einfach ein super süßes Buch. Es ist nicht zu cheesy. Und es ist einfach sehr sweet. Am Anfang sind Quotes von verschiedenen Filmen oder Romcoms, weil die Hauptperson ein sehr großer Film von Liebesfilmen ist. Zum Beispiel auch die Quote von 10 Things I Hate About You. But mostly I hate the way I don't hate you, not even close, not even a little bit, not even at all. Es ist sehr süß und es hat auch ein gutes Ende. Es gibt auch einen Bonus-Chapter, welches auch in der Bio von Lynn Painter verlinkt ist. Ich würde es jederzeit nochmal lesen. Es ist super. Ich liebe Wes. Jeder braucht einen Wes in seinem Leben. Wes ist einfach... Ich liebe dieses Buch. 5 von 5. Am Ende des Buches ist auch ein Soundtrack drin, also eine Playlist von den beiden, wo zum Beispiel Taylor Swift auch drin ist. Und dieses Buch ist sowieso sehr Taylor Swift. Also wenn man Swiftie ist, würde ich dieses Buch empfehlen, weil it has it all. Aristotle and Dante discover the secrets of the universe. Ich bin immer noch nicht fertig. Mir fehlt noch so viel. Es ist gut. Es hat sehr kurze Kapitel. Ich habe noch nie in meinem Leben so kurze Kapitel gesehen. Zum Beispiel sind sie einfach manchmal eine Seite lang. Was ich persönlich sehr mag, weil ich bei langen Kapiteln irgendwie hängen bleibe. Und wenn man kürzere Kapitel hat, fühlt es sich an, als ob man mehr liest. Es ergibt keinen Sinn, aber es ergibt Sinn. Auch wenn ich noch nicht fertig bin, würde ich 3 Sterne geben, weil es ist gut. Es passiert nicht zu viel, aber es ist eine süße Romance und es ist schwul. Und weil es sich so anfühlt, als ob es meine Lebensaufgabe wäre, diese Buchreihe zu empfehlen, werde ich das jetzt auch machen. Dear Good Girls Guide to Murder Series. Jeder, der mich kennt, kennt auch diese Buchserie, weil ich wirklich kaum eine Woche überlebe, ohne über sie zu reden. Es ist die beste Buchreihe, die ich in meinem Leben jemals gelesen habe. Und jedes Buch, was ich nach diesen Büchern in die Hand genommen habe, war nicht so gut. Diese Bücher sind einfach perfekt. Ich habe nichts daran auszusetzen, absolut gar nichts. Und ich würde sie jedem Menschen weiterempfehlen, was ich auch mache. Es geht in allen 3 Büchern um einen anderen Crime-Fall, beziehungsweise so Murder Mystery-mäßig, was ich sehr feiere. Und ich bin so eine Person, die nicht wirklich Bücher lesen kann, wenn nicht ein bisschen Romance drin ist. Und hier ist ein bisschen Romance drin, aka der beste Book-Boyfriend, den es gibt, Ravi Singh. Er ist ein Traum, glaubt mir. Die Hauptperson der Bücher ist Pip und im ersten Buch versucht sie, einen Fall zu lösen, der seit 5 Jahren schon zu ist. Ein Mädchen ist gestorben, beziehungsweise wurde ermordet, wahrscheinlich von ihrem Freund und er ist auch angeklagt dafür. Man konnte es nicht wirklich bestätigen, weil er sich dann selbst umgebracht hat.
Und Pip glaubt es alles nicht so ganz und recherchiert und freundet sich dann mit Ravi Singh an, welcher der Bruder von dem Mörder ist. Wie das geschrieben ist, ist so gut und so addicting. Ich konnte es nicht runterlegen. Es ist so ein perfektes Buch. Der Plot ist super. Der Plot-Twist, ich war am Ende. Ich habe geweint, ich war geschockt, ich habe mein Buch immer wieder zugemacht, habe eine Pause gebraucht. Es war so gut. Ich wollte sofort mehr. Ich habe mir sofort das zweite bestellt. In dem ist es mehr persönlicher, weil ein Freund von Pip verschwindet. Und es ist halt auch aktuell, weil in dem ersten Buch war es halt schon seit 5 Jahren das Case closed. Hier passiert es halt im Moment. Und dieses Buch ist wahrscheinlich auch das Lieblingsbuch von mir aus dieser Reihe. Es war so gut einfach. Ich liebe dieses Buch. Ich habe am Ende geflennt wie sonst was. Ich habe das in 3 Tagen oder so gelesen und ich brauche lang zum Lesen. Ich habe dieses Buch wirklich 4 Stunden im Stück oder sowas gelesen, weil es so gut war. Und der Plot-Twist, es ist jedes Mal, wenn es gegen das Ende geht, kann man einfach nicht mehr aufhören zu lesen. Und es ist so ein gutes Buch. Ich empfehle jedem diese Reihe. Das dritte ist das am wenigsten gute von den drei, was nicht heißt, dass es schlecht ist. Den beiden gebe ich auf jeden Fall 5 Sterne und dem vielleicht 4,5. Das heißt, es ist nicht schlechter, es ist anders. Es ist auch dicker als die ersten zwei. Es ist dunkler. Es ist ein bisschen gruseliger und ich hatte in diesem Buch wirklich Schiss, während ich es gelesen habe. Es war gruselig. Es war sehr gut. Es ist nur so, dass die Hauptperson ein bisschen mehr gedrained ist von dem, was alles hier so passiert ist und es ihr deswegen nicht so gut geht. Sie weiß den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht mehr so gut und entdeckt halt nur noch Grauzonen. Deswegen befasst sie sich mit einem Fall, der auch schon abgeschlossen ist und will da ein bisschen reindiven, bis sie merkt, dass sie einen Stalker hat, der sie wahrscheinlich umbringen möchte. Am Ende dreht sich die Geschichte ganz schön und es ist sehr gut. Und dieses Buch verbindet so alle drei nochmal miteinander. Ein paar Sachen, bei denen man sich sicher war, dass sie so sind, ändern sich hier nochmal. Deswegen ist es wirklich gut, die ganze Reihe zu lesen. Und es lohnt sich einfach. Ich liebe auch in den Büchern, sind mehr so Graphics. Zum Beispiel so Verbindungskarten, wie alle Leute zusammenhängen. Oder so Seiten von Notizbüchern oder sowas. Oder zum Beispiel auch so Nachrichten, was ich persönlich immer sehr cool finde und es sehr Spaß macht zu lesen. Und im zweiten Buch sind auch so Nachrichten und mehr so Bilder und sowas. Es lohnt sich, es wirklich selber zu sehen. Diese Buchreihe wird für immer meine Lieblingsbuchreihe bleiben und es wird niemals etwas Besseres geben als diese Buchreihe. Und weil ich diese Buchreihe so sehr liebe, habe ich mir natürlich sofort das neue Buch von der Autorin bestellt. Ich weiß, dass sie mich nicht enttäuschen kann. Ich hatte high expectations für dieses und sie wurden erfüllt. Ganz einfach gesagt. Es ist anders, aber es ist sehr gut. Es ist so, dass 6 Freunde sozusagen in den Urlaub fahren wollen und dann kommen sie vom Weg ab und sind dann irgendwo, wo sie kein Signal mehr haben. Es ist alles komisch. Die Reifen werden durchgeschossen und sie sitzen fest. Und dann raffen sie, dass dort halt jemand ist, der sie sehr wahrscheinlich töten will. Wie das Buch sagt, 5 survive, das heißt 5 überleben. Und es gibt auch eine Person, die ein Mole ist, also ein Verräter. Dieses Buch war sehr gut. Ich wünschte, ich hätte es nicht so schnell gelesen. Ich wünschte, ich könnte es nochmal lesen. Bei Holly Jacksons Büchern, ich wünschte, ich hätte diese Bücher alle noch nicht gelesen, damit ich sie nochmal lesen kann. Damit ich sie zum ersten Mal lesen kann. Weil diese Bücher sind perfekt. Bei diesem Buch, ich habe auch wieder geweint. Ich habe jede Emotion gefühlt, die du fühlen kannst. Es ist ein tolles Buch. Ich liebe diese Frau. Das waren alle Bücher, die ich jetzt im Moment hatte. Es gibt natürlich noch viel mehr, die ich noch lesen muss. Oder auch welche, die ich nicht wirklich erwähnt habe. Meine Endmessage ist einfach nur A Good Girl's Guide to Murder zu lesen, weil es sich einfach am meisten lohnt.
Ich könnte für immer über diese Buchreihe reden. Jeder, der sie gelesen hat, ist instant mein Freund. Ich liebe diese Bücher über alles. Und es wird niemals welche geben, die diese Bücher toppen. Danke fürs Zugucken.